In vielen Familien wurde am Wochenende Schulanfang gefeiert. Gestern sind die ABC-Schützen dann das erste Mal zur Schule gegangen. Auch für 8 Auszubildende der Stadtverwaltung Zwickau war es heute der erste Gang an ihre neue Wirkungsstätte. Um dem Ganzen einen feierlichen Rahmen zu geben, fand ein kleiner Empfang in der Jakobskapelle des Zwickauer Rathauses statt. Vor Ort waren aber nicht nur diejenigen, die ab heute ihre Ausbildung in der Stadtverwaltung Zwickau beginnen, sondern auch Absolventen, welchen heute ihr Zeugnis übergeben wurde. Mit sehr emotionalen Worten betonte Baubürgermeisterin Katrin Köhler, wie sehr der Stadt Zwickau die Ausbildung junger Leute in der Stadt am Herzen liegt. Es sei der Mix aus erfahrenen Mitarbeitern und der Jugend, was die Qualität der Arbeit ausmache. Man müsse sich gerade in diesen Zeiten auf diese ständig verändernden Bedingungen einstellen. Mit der Zeugnisübergabe wurden die neuen Mitarbeiter der Stadtverwaltung dann in ihre Aufgabenfelder geschickt. Aufgenommen wurden dann auch die neuen Azubis. Wir begrüßen heute 8 neue Auszubildende insgesamt, 4 neue Verwaltungsfachangestellte, ein Straßenwärter, eine Gärtnerin und eine Notfallsanitäterin, die ja heute bereits schon in der Schule ist. Und natürlich haben gestern unser drittes Lehrjahr hat gestern ausgelernt. Sie haben gestern ihre Prüfungsnoten erfahren und die wollten wir heute auch nochmal besonders ehren. Und sie haben heute ihre Ausbildungszeugnisse erhalten in diesem besonderen Rahmen. Wie sind denn die Voraussetzungen, um hier überhaupt aufgenommen zu werden? Für die Ausbildung selbst ist Voraussetzung, dass man zumindest einen Realschulabschluss mitbringt, ein gutes Zeugnis, ja, und entsprechend dann Teamfähigkeit, Flexibilität und natürlich ein auch selbstsicheres Auftreten. Nach dem Foto fürs Archiv sind wir dann mit einer Absolventin und einer Auszubildenden ins Gespräch gekommen. Ja, ihr beiden, die eine hält einen Blumenstrauß und ein Zeugnis in der Hand und die andere, da hat man die großen erwartungsvollen Augen gesehen. Du kennst das Ganze hier schon. Erzähl einmal, wie waren deine Erfahrungen der letzten Jahre hier? Also die Erfahrungen waren schön. Also ich durfte alles durchlaufen hier in der Verwaltung, auch weil ich bin halt keine Verwaltungsfachangestellte, ich bin FAMI. Das heißt Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, zwar Fachrichtung Archiv, aber sie macht Bibliothek und lernt in der gleichen Schule wie ich dann, in der Berufsschule in Leipzig. Und genau, es waren schöne 3 Jahre gewesen und ich bin aber auch erleichtert, dass ich jetzt die Zeit vorbei ist und dass ich ins Berufsleben starten kann. Es ist ja ein Zeitwandel, wir haben es vorhin schon gehört, Digitalisierung ist ja auch das Zauberwort. Was ist denn das Neue? Was sind jetzt die Herausforderungen, die auf dich zukommen? Vor allem die digitale Langzeitarchivierung, das wird nochmal eine Herausforderung sein für uns. Das ist ein großer Stein noch für das Stadtarchiv, für alle Archive in Deutschland. Also halt die Sachen auch wirklich dauerhaft, die digitalen Medien zu archivieren. Was war dein Beweggrund, dass du gesagt hast, ich möchte hier bei der Stadt Zwickau eine Lehre anfangen oder eine Ausbildung? Also ich wollte halt auf jeden Fall was in die Richtung Bücher, Medien machen, was die Welt ja braucht, was sie einfach was notwendig ist. Und da ich halt direkt aus der Nähe von Zwickau kam, habe ich mich halt dann sehr gefreut, als die Zusage von Zwickau kam und ich dann hier auch bleiben kann und nicht woanders weit weg muss, um genau diesen Beruf halt zu lernen. Also die Heimatverbundenheit, du möchtest hier bleiben? Ja, genau, ich möchte irgendwo. Das kenne ich halt auch schon und da fühlt man sich dann natürlich wohler.